Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X-Edition! Ja, und willkommen zurück zu Pokémon X-Edition, wie ich schon sagte. Wir sind hier im Irrwald und ja, wenn ich mich nicht recht irre, suchen wir den achten Arena-Leiter hier. Und ja, das war eine wunderschöne Metapher, wollte ich gerade sagen, aber das ist keine Metapher. Von daher, egal, vergessen wir das Ganze. Und für ein wildes Noctu, da fliegen wir ja. Wie gesagt, wir sind im Irrwald angekommen und wir haben jetzt eine 14-Jährige oder wo noch besser, zwei 7-Jährige. No pedo. Really. Really. Keiner wird es mir glauben, aber really. Ja. Egal, Nale und Nele setzen Putschi Plausch und Vogel auf Doom ein. Und wir haben Panda Bear und AK Crow und Say Pretty Rights. Yeah. So, Eisenschädel auf das gute Ding, auf dieses komische häselige Ding. Und du machst einmal Stärke auf Perfinesse. Perfinesse, Perfinesse, keine Ahnung. Der Name ist irgendwie komisch. Das ist Wunschtraum, glaube ich. Egal, ich habe einen Traum und dies ist da. Oh, das sieht so häslich aus, das Ding, ey. Taktikwahl. So, schon schlitzen wir das Ding auf von oben bis unten mit dem Eisenschädel. Steinhart, gegen mein hartes Ding hast du keine Chance, du hässlicher Vogel. Wenn ich komme und es dir... Nein, nein, wir sind immer noch bei den kleinen Kindern. Och, scheiße, ich... Wenn ich komme und... Nein. Ich will hier nicht zu pervers werden. Oh, Monat Level Up, yay! Halbglatze for the win und so. Und ich sollte das nicht sagen, sonst krieg ich noch Ärger. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich krieg wirklich Ärger. Knuddler. Nein, 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 Tempel, oh nein! Er mag nicht gern geknuddelt werden, müsst ihr wissen. Er ist ein sehr schüchterner Kerl und... Ja, er ist... Er wird nicht gerne geknuddelt, deswegen... Knuddelt ihn alle in die Kommentare, Leute! Sonst fühlt er sich so ausgeschlossen, erleuchtet! Bitte macht es einfach. Es wäre sehr sozial von euch. Wir haben verloren! Unsere Würde, unser Stolz und unsere Jungfräulichkeit! Oh, ja, wenn das Zero da war, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt etwas sehr Tolles. Und, ja, egal. Das ist ein Item, das will ich haben. Wie komme ich da denn ran? Ich weiß es nicht. Aber das ist so ein kleines Kind, das krallen wir uns auf jeden Fall. Krallen wir uns. Naja, egal. Noctu, Noctu Shiny wäre ziemlich geil. Das wäre ja wie im Anime damals. Und ich fall, ich... Irgendwie gefällt mir das Schwert zurzeit richtig. Ich finde das richtig geil, das Ding. Richtig geil, Alter. Richtig geiles Poke, Alter, Digga, Digga. Und ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Oh, ist der Schneider. Warum? Haben wir ja Zerschneider? Ja, tatsächlich. Was ist denn los? Boom! Ausgenockt. Hey, Opa, was geht? Was gespielt, Pedro? Das ist meine Arbeit. Okay, Dude, was geht ab? In der Club? Tatsächlich, Hermann. Hermann, er nimmt die kleinen Kinder durch. Und, oh, Deden. Oh, ich liebe Deden. Deden ist so knuffig, mutzig und süß. Knock es aus. Gib ihm einfach den Schock deines Lebens. Knuddler. Tut mir leid. Staple Wright will nicht geknuddelt werden. Sein Angriff sinkt. Was? Das fand ich jetzt nicht so schön. Aber egal, Taktikwahl. Eisharter Schädel oder eisenharter Schädel. Bams. Wow, Shadow Sneak hinterher und du hast nichts mehr zu sagen. Bitte? Super Trank. Really? 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 Das war nicht so cool. Naja, egal. Noch ein Shadow Sneak und dann liegst du auf der Matte und Bams, Alter. Ich wimmel's wie ein kleines heulendes Kind. Warum weiß das Sach? Warum, weil ich der King bin? Und warum? Weil der Pedo hier nichts zu sagen hat. Ich bin die einzige Ratte der Pedos. Yeah, Level 50! So, die Stats mit Level 50 werde ich jetzt sehen können. Plus 4 Angriff nochmal. Nice, ey. Warum plus 4 Spezialangriff? Das ist makes no sense. Naja, egal. Damit bin ich. Ja, ist die Angriffsform. Jetzt kann ich nicht so viel sagen zu gerade. Ist ein bisschen doof. Muss ich gucken. Also, die Angriffsform war auf jeden Fall über 220 war es, glaube ich sogar. Über 224. Vor 224 war es, glaube ich, ne? Angriff. Das geht meiner Ansicht nach voll okay. Deswegen gucken wir uns das Ding mal an. Yo, Death-Werte gehen voll klar. Ist gut, bin ich mir zufrieden deswegen. Also habe ich gut gemacht, das Ding. Also habe ich auch keine DVs mitgemacht, muss ich mit recht. Ist nur Wesen, was eben geil ist. Und eben die EV-Werte, die man mit dem Supertraining wirklich 1A trainieren kann. Für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von DV und EV, werden mit dem Supertraining auf jeden Fall klarkommen. Hundertprozentig. Und hier ist ein Item irgendwo sogar. Wiederball, nice. Also gut, dass ich den Tektor auch manchmal auspacke. Ich packe auch manchmal was anderes aus im Wald. Oh yeah. Oh yeah. Aber das ist jetzt nicht jungfrei und das gehört nicht in dieses Let's Play und deswegen habe ich es mal gelassen.
Gut, also was Großartiges haben wir ja nicht hier gerade bekommen, aber hey, egal. Das ist nur ein kleines Kind, das können wir verfolgen oder von hinten ansprechen, natürlich. Was haben wir hier denn? Absolut gar nichts. Toll. Super. Voll toll, Alter. Hier haben wir noch ein Pokémon. Ich wollte ja noch ein Pokémon fangen, habe ich hier gesagt. Eigentlich wollte ich das noch. Oh ja, nicht den Pilz. Der Pilz ist scheiße. Du kannst wieder gehen, Alter. Dich mag keiner. Ne, dich will auch keiner. Ganz ehrlich. So, was haben wir jetzt hier? Da ist eine lange Latsche. Da gehen wir mal auf den Weg lang. Und wo ist der Achterin, Alter? Gefunden! Hallo? Boah, wie Pokémon sind hier? Voller Pokémon-Flüsterer. Achso, ich muss nicht mehr sprechen. Weißt du, wo du hier bist? In einem streng geheimen Dorf. Du weißt schon, im Pokémon-Dorf. Alle Pokémon hier sind Flüchtlinge, geflohen vor bösen Menschen, die sie vergewaltigen wollten. Eine Schande, wie wertlos, herzlose Trainer es gibt. Naja, und manche der Pokémon waren auch einfach nur zu stark. Für sie war wohl kein Platz in der Welt da draußen. Oh, alles klar. Dein Pokémon-Team schätzt dich wirklich sehr. Ihr habt zusammen schon viel Schönes erlebt. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Hey, ihr zusammen, alle rauskommen. Dieser Mensch ist in Ordnung. Hallo, Wuff, Wuff. Vor allem starke Pokémon, er holt der Tier hierher. Yeah, das makes sense, man. Ja, ich weiß, du bist der Arenaleiter. Du willst mich herausfordern? Ich doch nicht. Jetzt sei doch nicht so bescheiden, du hast immer schon, du weißt schon. Simon, ich werde in der Arena auf dich warten. Nein, ja, ich will nicht hier nicht kämpfen. Ich wollte deine coole Jacke nur haben, du Hipster. Ruff. Pokémon, hallo, ihr seid voll toll. Ja, meine Freunde, willkommen im Pokémon-Dorf und der Höhle. Mewtwo. Entschuldigung für den kleinen Spoiler. Und hier müsste ein fettes Relaxo liegen, genau. Ich war hier schon mal mit einem Kollegen, deswegen weiß ich, kenne ich diesen Ort. Deswegen ist es ziemlich geil. Aber ich mag den Ort sehr. Prachtfeder, okay. Ich finde die Idee ziemlich geil, dass es so ein Pokémon-Schutzgebiet sozusagen ist. Deswegen ist eine geile Sache, meiner Ansicht nach. Hallo. Chillig, Alter. Haben wir hier sonst noch irgendwo was? Nö. Hallo. Pracht. What the fuck? Okay. Chi 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 chi. Wap wap. Und was hast du mir, Hundi? Oh, eine Beere, danke schön. Sehr nett von dir, Hundi. Wuff, wuff. Oh ja, ich traue dich ja. Oh, da magst du es, ne? Oh yeah. Ah, meine Freunde, ich will kurz sagen, ich laufe mal hier den kurzen Weg zurück. Und falls ich noch irgendwas finde hier im Irrwald, werde ich es natürlich reinschneiden. Ja, yeah, Leute, wie ich sehe, ist das hier ein dauernder. Hier gibt's sozusagen nichts mehr zu erkunden, was wir erkunden können. Von daher können wir gleich wieder rausfliegen. Und ja, ich habe gedacht, ich will noch was Cooles hier reinschneiden und ja, habt ihr es. Pokémon Dorf, sehr geile Idee auf jeden Fall, finde ich gut. Fliegen. Und wie ihr sehen könnt, ihr könnt sogar hier sehen, auf jeden Fall sehe ich, wir haben noch einen Ort zu erkunden, das ist die Pokémon-Liga. Ne, hier unten ist noch einer. Wie heißt der? Batika City, okay. Kommen wir später irgendwie hin. Egal. Zwei Städte für uns noch. Da haben wir alles bereist. Finde ich sehr gut. Und dann... Whoops! Whoops! Voller Raketenjäger. Yeah! Freshness. Freshness for life. Und so, my friends. Und wir sind wieder in Fractalia City. Und wir werden hier heute weitermachen. Und zwar in der wunderbaren Arena. Servus. Lass mich rein. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Sehr nett. So, Fractalia Arena. Und da sitzt der Fettsack auf seinem fetten Eisstuhl. Die Arena sieht irgendwie geil aus. So dreidimensional cool. Habe ich aufgeheilt? Nein. Egal. Da werde ich jetzt einfach ein paar Tränke reinschmeißen. Das sollte eigentlich auch funktionieren, meiner Ansicht nach. Gucken wir mal, ob das klappt oder ob das nicht klappt oder ob das doch klappt. Wir haben ja noch ein paar Hyper... Wo sind meine Hypertränke? Da. Oh. Da. So, Tippel, heil auf. Dankeschön. So, wir haben Kampf und Feuer in dieser Arena als Vorteil. Und damit haben wir genug Pokémon auch, die das haben. Und wie komme ich da rüber? Kann ich an Decke laufen? Wie kann ich denn... Hä? Achso, ich kann hier rüber. Hey! Man nennt mich die Königin der Eisbahn. Okay, Königin, ich bin der König. Knie nieder. Ich meine, ich knie nieder als Trainerin Marianne. Mit einem Sneeble.
Okay. Boah, das ist das weibliche Sneebel. Das weibliche Sneebel ist häslich. Das hat nur so eine kleine Feder am Kopf. Das muss männliches sein. Mach es kaputt. Beiß es. Oder zerfleisch es oder mach Durchbruch einfach. Bams, Alter. Da liegst du flach auf der Matze, Sneebel. Vielfachschwäche, weil wegen Unlicht Eis. Sehr geile Typenkombination meiner Ansicht nach, aber ist leider one hit down. Deswegen spielen wir das meistens auch mit einer Fokusgurt. So ein Austausch, auch genannt Muschi, Austausch, Muschel natürlich, ne, also. Ihr wisst Bescheid, das sieht nicht irgendwie komisch aus oder so. Das ist etwas ganz Normales. Der Typ, der das ausgedacht hat, der ist echt pervers. Aber egal, wir machen weiter mit Durchbruch. Aurora-Strahl aus dem Inneren des Kernes. Yeah. Nee, keine Ahnung, ich finde Austausch irgendwie komisch, weil... Guckt es euch an. Ja, ich weiß selber nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu... Ihr wisst schon, naja, egal. Stacheln hat er ausgelegt, Stachler. Aber das sollte jetzt auch egal sein. Ich wollte die Arena eh sweepen mit unserem guten Tippe. Und... ja. Ne? Da kann er ruhig Stachler auslegen. Ich will gar nicht wechseln. Zum kann ich aufheilen. Was ist das für ein Knopf? Wow! What the hell, man? Was war das? Okay, okay. Hi. Coole Idee. Frostig, eisig, klirrend, kalt, erstarre zu Eis. Okay, man. Huh, los geht's. Ich bin gespannt, wie eisig kalt der wird. Ein Astrainer wieder, ja. Kramer mit Botugel, mit dem Weihnachtsmann. Yeah, ich habe Geschenke mitgebracht und kein für dich. Ich bin der Weihnachtsmann. MC Weihnachtsmann. Ja, yeah, mit Tippel sind wir aber scheiße gegen, weil das Ding ist Typ Flug. Gampf. Und. Flugkampf, laber ich da, Flugeis. Und er gibt uns ein Geschenk. Ja, yeah, danke schön. Aber es wäre doch nötig gewesen, Herr Weihnachtsmann. Ich vernasch dich lieber. Guck. Oh, lecker Weihnachtsmann. Oh, so ein lecker Schokoladen-Weihnachtsmann, ey. Oh, was würde ich jetzt nicht für dich geben? Ich habe gerade echt Appetit auf irgendwas Schokoladiges. Aber Schokolade ist nicht gut für die Haut, meine Freunde. Das müsst ihr wissen. Schokolade ist nicht gut für die Haut. Deswegen esse ich auch keine Schokolade mehr. Weil ich eh schon so eine schlecht gereizte Haut habe. Weil meine Haut ist schlimm, ey. Also wenn ich einen Funken Schokolade esse, dann bam, Alter, dann wird das gleich ganz schlimm. Dann wird das gleich ein richtiges Erdbeben im Gesicht, ey. Nee, Schokolade kann ich. Ich esse es manchmal zwar nur, aber ich darf es nicht. Ich darf nicht so viel davon essen. Das ist ganz wichtig. So, aber Mammutl, da sollten wir auch nicht so viel von essen. Deswegen setzen wir unsere Megaschnecke ein. Ja, ich sitze. Was darunter läuft, bitte nicht beachten. Es ist einfach nur eklig. Lebrohr, Durchfall. Ja, yeah, schön auf Mammutl. So gefällt das Mammutl. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das ein Drache ist, ey. Also, es sieht eher aus wie Barney, Alter. Hallo, Kinder. Wollt ihr mit mir spielen? Hallo, ich habe mich angehört wie... Hallo SpongeBob, kannst du nochmal schnell rappen? Ich bin Patrick Star, Alter, was ist da los? Ja, SpongeBob ist mein Homie, Alter. Viele haben mich gefragt, ob ich SpongeBob feier. Nein, ich feiere den nicht, aber ich bin mal so Judo Swag Mac und feiere den Trend hinterher und ja, keine Ahnung. Nee, ich finde das aber echt nicht toll, ganz ehrlich. Also für Leute, die jetzt... Wie komme ich jetzt rüber? Hallo? Verarschen? Hä? Wie soll ich da rüberkommen? Möchte ich nochmal drehen oder... Wie lame war das denn? Hä? Oder muss ich den jetzt nochmal drehen dafür? Hä? Soll ich das verstehen? Mein Pavian-Gehirn reicht dafür wohl nicht aus, damit ich das verstehen kann, oder? Hä? Hä? Wie soll ich da rüberkommen? Wie soll das funktionieren? Ich bin gerade echt verwirrt, Leute. Es tut mir leid, aber... Hä? Wie soll das gehen? Ich hab gedacht, es wird voll das leichte Rätsel haben, wie so eine Scheiße hier auf einmal. Hallo? Verarschen kann ich mich selber. Ich muss ja jetzt irgendwie so hier rüber und dann so rüber. Nee, das geht auch nicht. Hä? Was wollen die von mir? Was soll ich hier großartig machen? Hä? Und jetzt? Hä? Hä?
ganz ehrlich, ich check das nicht. Hä? Wie soll man... Ohne Witz, wie geht das? Ich kann nur jetzt hier rauf, dann kann ich hier runter, dann kann ich hier hoch, dann kann ich nur hier hin. Ja, und jetzt kann ich das hier drehen, was bringt mir das? Gar nichts. Das bringt mir doch absolut gar nichts. Das beeinflusst doch das andere da gar nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Hä? Jetzt wird es gehen, aber jetzt komme ich hier nicht weiter. Hallo? Hä? Ist das ein Bug? Hallo? Wollt ihr mich verarschen oder so? Muss ich jetzt hier rüber und dann hier so rüber oder wie geht das? Hä? Wie soll das gehen? Hallo? Leute, ich mach mal einen Cut. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Zero.